Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe wieder eine Kleinigkeit bei Shisha Galaxy bestellt. Da kam ein kleines Paket an. Es muss aber definitiv mehr sein, als ich eigentlich haben wollte, weil das, was ich bestellt habe, hätte nicht so ein großes Paket gebraucht. Wir machen ein kleines Unboxing. Ihr habt schon gesehen, ich habe es voller Erwarten aufgerobbt. Ich dachte eigentlich, es wäre ein ganz anderes Paket. Dann habe ich oben drauf geguckt und habe gesehen, ah, das ist ja Shisha Galaxy. Deswegen packen wir das einfach mal zusammen aus, machen ein kleines Shisha Unboxing und wir gucken mal, was drin ist. So, ich habe es ja schon gesagt, ich habe es schon längst aufgemacht, ich habe trotzdem wieder den treuen Mustache da, nicht nur eine coole Kohlezange, eignet sich auch top, um das hier aufzumachen. Demonstrativ machen wir das auch nochmal, weil ihr seht ja schon, ist schon längst auf. So, hier oben verbirgt sich schon mal ein kleiner Hinweis auf das, was da noch mit drinne ist, nämlich der Everyday Tobacco, einmal der Friday und einmal der Monday. Da wollen wir auf jeden Fall mal wissen, wie der so ist. Da wird es auf jeden Fall noch ein Video zu geben. Ansonsten, ich packe das mal beiseite und wir gucken uns mal die Produkte im Einzelnen an. Da wäre zum ersten Mal hier die Somo Alufolie. Kann man nie genug von zu Hause haben. Die einzige Alufolie, die ich wirklich benutze. Wenn ich Alufolie benutze, viele fragen immer, geht auch Haushaltsalu? Meiner Meinung nach nein. Haushaltsalu ist mega nervig. Ihr müsst immer mehrere Lagen nehmen und so weiter. Viel zu stressig. Holt euch einfach Somo Panzer Alu und dann habt ihr vorgeschnittene Dinger und ihr braucht nur eine Lage und dann ist alles gut. So, hier muss ich schon ehrlich sagen, Grüße gehen raus an Shisha Galaxy. Lieb gemeint mit dem Kohleanzünder, aber ich bin super zufrieden mit meiner Shisha-Turbine. Deswegen gucken wir später mal. Was haben wir denn noch so? Ich habe es eben gesagt, die einzige Alufolie, die man braucht, ist meiner Meinung nach diese hier. Gut, dass hier trotzdem noch ein bisschen Panzeralu mit drin ist. Vielleicht ganz gut, um ein paar Grillsachen einzupacken. Schauen wir mal. Falls ihr es noch nicht wusstet, hier soll auch noch der Everyday Tobacco drin sein. Friday und Monday. Gut, da haben wir zwei Flyer von. Ansonsten, was ich tatsächlich gebraucht habe und was ich unbedingt haben wollte, waren noch ein paar schwarze Silikonschläuche. Ihr seht es ja vielleicht hinter mir, hier ist mittlerweile die ein oder andere Pfeife am Start und wenn mich eine Sache nervt, dann wenn ich nicht für die meisten Pfeifen, die ich häufig benutze, einen eigenen Schlauch habe. Und deswegen habe ich hier noch ein paar matte, schwarze Silikonschläuche. Außerdem für den Sommer noch dabei eine schwarze Eisbazooka, aber nicht nur eine normale, sondern eine mit dem gut geformten Kühlpad hier drin. Ich hatte früher oft die aus diesem weichen Plastik, aber die sind super nervig und deswegen dachte ich mir, diese Eisbazookas sind bestimmt ganz geil. Also wenn die ersten warmen Tage kommen und man draußen in der Sonne eine Pfeife raucht, dann kommt das hier noch zum Einsatz. Ansonsten, was man auch immer gut gebrauchen kann und was auch, jetzt müssen wir aufpassen, was man immer gut gebrauchen kann und auch daheim haben sollte, ist ein Kohlekorb. Lieber einer zu viel als einer zu wenig. Und der hier, Leute, der wird definitiv gebraucht. Der wird ein neues Zuhause finden und da ordentlich benutzt werden. Außerdem, was man auch immer braucht und ebenfalls niemals genug von haben kann, Kopfdichtung. Ich bevorzuge hier diese Kautschuk-Kopfdichtung, finde ich viel, viel geiler als die Silikondichtung, weil wenn hier ein Schluck Wasser drauf kommt, halten die trotzdem super gut. Die Silikondichtung, zwei Schluck Wasser oder ein bisschen Molasse am Kopf und schon ist es viel zu rutschig und es passt nicht mehr. Deswegen, ich mag die auf jeden Fall viel, viel lieber. So, jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Abteilung, wo ich auch direkt mal alle von auspacken werde, weil da haben wir verschiedene Varianten. So, zuerst mal zeige ich euch die zwei. Den fand ich mega schön. Rot-Weiß Mehrlochkopf von Hukain. Den habe ich ehrlich gesagt gar nicht bestellt, beziehungsweise ist der einfach dabei, sagen wir es mal so. Noch ein Funnel von Hukain. Ich muss sagen, den Funnel von Hukain finde ich gar nicht mal mit am besten, sondern den neuen. Ne, das ist nicht der. Gib mir eine Sekunde, weil ich sitze ja vor meinem Kopfregal. Hier, das hier ist ja der neue Hukain-Funnel. Den finde ich richtig, richtig nice, weil da easy peasy eine Smokebox drauf passt. Und auf dem eine Smokebox eher krise. Ihr wisst ja, ich rauche lieber mit Smokeboxen. Deswegen der hier eher mein Favorit als der. Aber trotzdem musste ich den hier haben. Weil, Leute, guckt euch mal diesen Colorway an. Ich fand dieses Türkis einfach so wunderschön. Den musste ich haben. Ja, deswegen drei neue Köpfe, drei neue Colorways, die ich noch nicht hatte. Schön für meine Kopfsammlung.
Und es ist tatsächlich noch ein neuer Kopf mit dabei. Jetzt fragt ihr euch, was? Marvin, was ist mit dir? Ein Apo? Ja, ein Apo. Ich wollte einfach wissen, wie der KS Apo Echo ist. Es ist nicht ein ganz normaler Apo, ich zerreiß das hier mal einfach, sondern der KS Apo Echo. Ihr seht schon, ultra flach. Und genau aus dem Grund will ich den eben auch mal testen. Ich will wissen, taugt das was, wenn man hier so einen, ja, sagen wir mal, krass tabaksparenden KS Apo hat. Wollte ich schon länger wissen, jetzt hat mir Shisha Galaxy einen mitgeschickt. Ich bin sehr gespannt drauf. Gucken wir uns also auch mal an. So, was gucken wir denn als nächstes? Ich würde vorschlagen, dieses kleine schöne Teil hier. Ein kleines Kopfbaustäbchen, kann man auch nie genug von haben. Könnte man theoretisch sogar, würde ich behaupten. Okay, die Funnellöcher sind extrem groß, aber doch, sogar hier geht es auch. Könnte man also auch als Funnelstopfen benutzen beim Kopfbau. Dadurch, dass es eben so eine schöne Kegelform hat, könnte das ganz gut funktionieren. Aber natürlich auch einfach so zum Kopfbau sehr gut geeignet. Der Kopf, auf den ich mich aber mit am meisten freue, ist der hier. Einer der neuen ATH-Köpfe. Oh, ihr seht ja gar nicht die Colorway, so rum. Einer der neuen ATH-Köpfe. Freue ich mich mit am meisten drauf. Schauen wir uns jetzt auch direkt mal an, wie das Ganze so aussieht. Auf jeden Fall gut verpackt. Okay. Ja, habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt, aber ist vielleicht gar nicht so schlimm vom Tabakdepot her. Auf jeden Fall ganz nett noch hier mit dem Band da drumherum, aber machen wir trotzdem mal ab. Hier steht übrigens noch ATH drauf und Natural Material, do not contain any metal, oxide or harmful, bla bla bla. Auf jeden Fall voll gutes Material, laut dem. Es ist sehr, sehr feiner Ton. Das heißt, es könnte tendenziell ein bisschen dauern, bis der heiß ist. Aber er ist auch relativ schwer. Das heißt, wenn das Ding mal heiß ist, sollte der ordentlich jetzt abgeben. Und auch die Lasierung, die hier drin ist, könnte dafür sorgen, dass da ordentlich Temperatur zustande kommt. Auch den Kopf wollte ich einfach in der Kopfsammlung haben. Und jetzt ist er's. Abschließend für den Schlauch. Natürlich noch eine Schlauchfeder. Muss dabei sein. Jeder hasst es, wenn es abknickt. Und noch eine Bürste für Rauchsäulen. Ihr habt ja schon meine Bürste bestimmt oft in den Stories gesehen, die ich benutze, um meine Bowls sauber zu machen. Die passt allerdings nicht in die Rauchsäulen. Und dann habe ich hier diese dünne gesehen und dachte mir, vielleicht passt die dann durch die Rauchsäulen. Wäre auf jeden Fall ganz geil, um die Pfeife ordentlich sauber zu machen. Und dann kommen wir noch zu dem vorher angespoilerten Friday und Monday, dem Everyday Tobacco. Die haben wir nämlich auch noch hier drin. Einmal der Monday und einmal der Friday. Bin ich sehr gespannt drauf, habe ich jetzt schon viel von gehört. Auch ein paar Kollegen auf YouTube und Insta haben den ja schon reviewed. Jetzt will ich es auch mal testen. Deswegen die beiden Sorten jetzt auch bei mir. Die werden jetzt demnächst mal gebaut. Vielleicht ja auch in einem dieser Köpfe. Vielleicht auch mit einem dieser Tools. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Everyday Tobacco. Monday und Friday gibt es, wie gesagt, bis jetzt nur zwei Sorten. Ich denke mal, bei Everyday Tobacco wäre da noch Raum für fünf weitere Sorten. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die ersten zwei. Wir gucken es uns an. Ansonsten hoffe ich, dass euch das kleine Unboxing hier gefallen hat. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder Abo da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Eure Shisha WG.